Und bei uns gibt es jetzt den Marktüberblick. Ich begrüße Bernhard M. Klinzing vom Frankfurter Börsenbrief. Herr Klinzing, was erwarten Sie denn vom Handel in Deutschland, in Frankfurt, vor dieser FED-Entscheidung heute Abend? Ich erwarte da zunächst einmal eine positive Tendenz, eine leicht positive Tendenz, etwas abwarten natürlich. Das Thema in den letzten Wochen, Sie hatten es ja vorhin angesprochen, ist ja, wann die FED die Anleihenkäufe zurückfahren wird. Es gab ja einige Stimmen, die gesagt haben, dass die 85 Milliarden Dollar pro Monat doch ein bisschen zu hoch sein werden. Und ich denke, dass man bei der FED sich überlegen wird, die Ängste jetzt ein wenig zu zerstreuen. Zum einen dadurch, dass man sagt, dass wenn eine Reduktion vorgenommen wird, dass es noch viele Monate dauern wird. Und zum anderen, dass man auch bereit ist, das Programm jederzeit dann wieder hochzufahren. FED-Chef Ben Bernanke wird ja aller Voraussicht nach nicht für eine dritte Amtszeit vorgeschlagen. Das heißt, er muss im Januar seinen Schreibtisch aufräumen. Und es wäre schon sehr ungewöhnlich, wenn ein FED-Chef 5 Minuten, bevor er den Schlüssel für seinen Dienstwagen abgibt, eine 180-Grad-Wende bei der Zinspolitik ankündigen würde und vollziehen würde. Also ich erwarte insgesamt eine Beruhigung von Seiten der FED. Und genau darauf hat die Börse ja auch in den letzten Tagen spekuliert, hat den DAX von 8.000 auf 8.250 hochgezogen. Aber ich rechne auch damit, dass wenn diese Äußerungen dann kommen, innerhalb der nächsten 4 Handelsstunden dann Gewinnmitnahmen einsetzen werden. Darauf muss sich der Anleger einstellen. Was für Signale kommen denn von der Konjunktur? Die Konjunkturprognosen gestern, ja, ein fast gemischtes Bild, müsste man sagen, für Deutschland. Es deutet zwar irgendwie auf eine Konjunkturerholung hin, aber das ganze Thema Wachstum ist dann doch irgendwo fragil. Wie soll sich der Anleger da positionieren? Ja, Sie sagen es völlig richtig. Da gibt es die unterschiedlichsten Signale, die die Börse auch in die eine oder andere Richtung immer wieder hin und her werfen. Für mich ist einer der wichtigsten Indikator, wie sehen denn die Handelsbilanzen aus? Wie wird denn zwischen den einzelnen Nationen der Güteraustausch und die Dienstleistungen abgerechnet? Und da sehen wir in den letzten Wochen eine klare Erholung. Auch bei den Frachtraten für Schiffe und für Flugzeuge sehen wir eine Erholung. Und das ist für mich der wichtigste Indikator. Ich denke, dass wir natürlich von den Frühindikatoren, die Sie eben angesprochen haben, natürlich mal positive, mal negative Signale sehen werden. Und das bedeutet, dass wir in der Tendenz in diesem Sommer natürlich auch seitwärts gehen und die Erholung dann erst im Spätsommer, im Herbst erfolgen wird. Das ist ganz klar. Wie soll sich der Anleger positionieren? In den USA sind die Signale für eine konjunkturelle Erholung viel klarer, viel eindeutiger, viel stetiger, eine bessere Perspektive. Und deswegen rate ich Anlegern, wenn sie dieses Hin und Her nicht mitmachen wollen, dass sie die Wall Street klar übergewichten. Sie sagten jetzt, die Frachtraten sind für Sie eine Indikation, wie es der Wirtschaft geht, und die ziehen an und daraus leiten Sie ab, dass es der Wirtschaft demnächst wieder noch besser gehen wird. Andere sagen jetzt, wir gucken uns mal das Thema Autoabsatz an. Also so richtig das Thema der Verbraucher, der jetzt ordentlich Geld in die Hand nimmt oder eben nicht für eine Autoinvestition. Und da hatten wir gestern eine herbe Enttäuschung gesehen, europaweit fast 6% Minus. Und wir hatten doch im April so einen kleinen Lichtblick gesehen, haben gedacht, ja, das könnte jetzt schon hier dieses berühmte Licht am Ende des Tunnels sein. Verlieren die Automobilhersteller heute weiter? Ja, es ist ja so, Sie haben es richtig gesagt, wir haben den schlechtesten Mai seit 20 Jahren gehabt und es ist auch nicht absehbar, dass sich das ändern wird. Das muss man mal ganz klar sagen. Wir werden noch viele Monate diesen schwachen Autoabsatz sehen. Aber auch genau darin sehe ich eine Bestätigung von dem, was ich zuvor gesagt habe, dass man sich ein bisschen von diesem Kirchturmdenken verabschieden muss, nur auf den heimischen Markt zu schauen, nur auf Europa zu schauen, sondern das kann einen bisschen globaleren Ansatz ansehen muss. Denn in Asien laufen die Autoverkäufe nach wie vor sehr gut, in Südamerika laufen sie sehr gut, in Nordamerika, USA auch. Und eben hatte ich gesagt, Wall Street übergewichten. Und das machen die Autohersteller auch, indem sie die Exporte eben hochfahren und einige neue Fabriken in den entsprechenden Regionen errichten. Und insofern ist es richtig, ich sehe die Autohersteller nicht als Outperformer, gar keine Frage. Da drückt das europäische Geschäft zu sehr. Aber man muss sich auch nicht zu viele Sorgen machen, denn weltweit sieht es nicht so schlecht aus wie in Europa. Also wenn Sie dort oben auf Ihrem Kirchturm stehen und den weltweiten Blick haben, was sehen Sie denn in der Bankenwelt? Ja, in der Bankenwelt auch ein ganz ähnliches Bild. In den USA verdienen die Banken ja schon wieder weitaus mehr als vor der Krise, vor der Subprime-Krise. Auch in Japan
bekrabbeln die sich ein wenig. China ist ein sehr schwieriges Problem. In Deutschland haben wir ja die beiden Top-Banken, Deutsche Bank, Commerzbank, auf die sich immer der Blick richtet. Und bei der Deutschen Bank, da gab es ja zuletzt einige Stimmen, die von einer Unterkapitalisierung sprechen. Gerade aus USA kamen solche Töne. Ich halte das für nicht richtig. Im europäischen Vergleich steht die Deutsche Bank sehr gut da. Man muss natürlich jetzt erstmal abwarten, wie tief die Kircherben in die Kasse der Deutschen Bank greifen dürfen. Und von den anderen Gerichtsverhandlungen mal ganz abgesehen, Deutsche Bank musste ja nachträglich ihre 2012er Bilanz um diese Risiken noch ergänzen und bereinigen. Und deswegen Deutsche Bank im Moment noch ein bisschen unter Druck, im Moment noch underperformer, aber mittel- bis langfristig sieht es für die sehr gut aus. Bei der Commerzbank weiß man gar nicht, wie es mittel- bis langfristig aussieht, denn es gibt ja kaum Visionen. Jetzt wurde wieder steht wieder ein Abbau von Beschäftigten von 5.000 auf der Agenda. Aber mir fehlt da ein bisschen die Vision, wie nicht nur die Kosten wieder reingeholt werden können, sondern für die verwässerten Aktionäre tatsächlich auch mal nachhaltig Gewinn erwirtschaftet werden kann. Deswegen Bankensektor auch kurzfristig noch ein Underperformer, mittelfristig aber interessant. Und Herr Klinzing, Anleger gucken natürlich nach allen möglichen Anlageklassen, zum Beispiel auch die Edelmetalle, und da fällt einem immer wieder Gold ein. Und der Goldpreis seit Monaten mittlerweile schon krebst es rum, leicht unter 1400. Haben Sie da eine Idee, wie es weitergehen könnte? Ja, die Trader, die sind ja wieder ein bisschen auf dem Rückzug. In den letzten drei Wochen haben sie ja Short-Positionen abgebaut. Da ging der Goldpreis nochmal ein gutes Stück zurück. Das ist jetzt wieder zu Ende. Ich denke, im Moment kurzfristig ist ein großes Problem der starke Dollar, der auch in den nächsten Monaten stark bleiben wird. Und das bedeutet, dass der Run, den wir eben auf physisches Gold in Asien in den letzten Monaten gesehen haben, physisch wurde ja kaum Gold aus der Hand gegeben. Im Gegenteil haben die Chinesen und Inder so viel Gold gekauft, wie schon seit vielen Quartalen nicht mehr. Aber dieser Run, der setzt halt, ebbt halt ab, weil der starke Dollar aus Perspektive chinesischer Käufer oder indischer Käufer das Gold nochmal verteuert. Dazu kommen die Einfuhrsteuern in Indien. Und das ist ein großes Problem für den Goldpreis. Zweites großes Problem ist, Gold wird ja immer so als Inflationshedge angesehen. Das ist aber statistisch nicht ganz richtig, weil auch in Zeiten niedriger Inflation, wie beispielsweise im letzten Jahrzehnt, der Goldpreis trotzdem gestiegen ist. Was eine enge Korrelation statistisch ist zu den Realzinsen. Und wenn die Realzinsen niedrig sind oder beziehungsweise im negativen Bereich sind, dann steigt Gold besonders stark. Aber im Moment sehen wir ja die Situation, dass die Realzinsen ansteigen, einfach weil die Inflation zurückgeht und gleichzeitig an den Sekundärmärkten die Nominalzinsen anziehen. Und das ist auch Gift für Gold. Das heißt, ich gehe davon aus, dass zunächst einmal in diesem Jahr und wahrscheinlich in den nächsten 12 Monaten der Goldpreis kaum eine Chance auf eine Erholung hat. Der Ausblick auf den Handelstag, der Marktüberblick von Bernhard M. Klinzing vom Frankfurter Börsenbrief. Dankeschön. Besten Dank.